So if you're a wild and free living motherfucker, enjoy this! So, der Hoppensack und ich sind von da unten hier wir sind gefahren und jetzt müssen wir ein bisschen schieben. Aber um richtig geil downhill zu fahren, muss man auch Berge hochfahren oder hochschieben. Das machen wir jetzt noch ein Stückchen und dann ballern wir hier runter und machen extremste Mountainbike-Action. Absolut extrem. Es wird so extrem. So extrem. Komm, ja, ich geb doch Gas. Ich hab doch. Wow. Derbe Anstieg, jetzt geben wir Gas. Hoppensack, enjoy the ride. 2009, das letzte Mal, dass ich hier war. Technik ist schon... Wie man hier in den 80er Jahren Mountainbike gefahren ist. Ja, Digga, aber die Technik ist schon wirklich, denke ich mal, besser. Wow! Was ist denn hier los? Schon wieder Platten? Das ist jetzt Platten Nummer 4. Aber mittlerweile können wir es ganz gut. Oh, wir sind Profis. Wir bauen nicht mehr die Felgen aus, wir machen das einfach so. Kann losgehen. Ja, ich starte. Direkt Übergas, wie ein Boxenstopp hier. Ich zieh das Ding drauf, weißt du, und er macht die schöne Pumpe rein. Wie viele Platten ist das jetzt? Komm, beide, komm, beide. 6. oder 7. Platten. Na, geil. Ich kann so weit nicht zählen. Alter. Wie geht's? Sehr gut, wie geht's dir? Gut, Alter. Gut, dich zu sehen. Du warst auf dem Bike-Festival. Der Typ. Wir haben es auch seit. Wir haben es ab und zu mal in München gesehen, aber
Vor 8 Jahren das letzte Mal auf dem Rad zusammengefahren. Und er war gerade 3 Monate mit seinem Bus in Marokko unterwegs. So ist es. Wo kann man das sehen? Nächste Woche komplett geht es weltweit online. Überall. Also bei Pinkbike, MTB News, bei mir auf der Website, auf der Iron Website vor allem. Ja, wie ist deine Website? RobJ.com. Also RobJ.com, da seht ihr echt eine geile Reise durch Marokko mit seinem T3-Bus. Mega geile Karre, müsst ihr euch angucken. Das ist cool. Gut, dich zu sehen, Alter. Ich hoffe jetzt öfters, ne? Ja, machen wir. Gut. I wasn't kidding, man. I'm too driven, man. I love hot shit like the Lincoln that we rolling in. I hit a right blinker, valet it quick. Wouldn't talk to me before, but now they all on the tip. The last lap bandwagon, 6'4 ass dragging. With a flick of the switch, the whole car sagging. Lower than the curb, absurd ass shit. What would do from the birds? And then I still applause, cause I'm wearing the pants. I make hot songs for the chickens to dance to. Every appointment's big, we never cancel. Did it ourselves and no advance. Cool. So Mike, jo. Was für Reifen hast du jetzt bei meinem Bike angebaut? Also ich habe dir vorne unseren Minion DHF reingebaut. Das ist ein sehr guter Vorderradreifen in B+, also 27,5 Durchmesser mal 2,5er Breite. Okay, Baut der ist auch ein bisschen weicher jetzt, oder? Der ist ein bisschen weicher, genau. Du hast hier eine 3C Max Grip Mischung. Das ist eigentlich eine Rennmischung, die aus dem Downhill-Bereich kommt. Also die ist extrem weich und gibt dir eine super Haftung. Also Brems- und Kurvenhaftung bei nassen und trockenen Bedingungen, genau. Und am Hinterrad haben wir den DHR2. Der rollt sehr, sehr gut, also ähnlich wie der DHF. Bremst gut. Und da hast du auch eine 3C-Mischung, also die besteht aus 3 Komponenten. Und die ist ein bisschen härter als die vordere, hat aber auch noch eine sehr, sehr gute Haftung bei Nässe und im Trockenen natürlich auch. Beide Reifen könnte man theoretisch tubeless ready aufbauen, das heißt mit einer Dichtmilch abdichten. Genau den Reifen jetzt, oder was? Genau den Reifen, richtig. Funktioniert mit diesen Felgen leider nicht so. Aber jetzt kriege ich ja keinen Platten mehr, ne? Nee, jetzt kriegst du sowieso keinen Platten jetzt mehr. Jetzt bin ich safe. Du hast einen Seitenbahnschutz, der verhindert Schnitte sozusagen und hast eine sehr, sehr gute Dämpfung, weil du auch mehr Volumen hast als vorher. Okay, cool. Reifen. Genau. Also, yo. Mit den Reifen morgen Vollgas geben beim EMTB-Rennen. Mike, ich sag danke. Ja, gerne. War mir eine Freude. Und danke nochmal fürs Schaltung einstellen. Ja, jetzt machen wir noch deinen Sattel runter und dann Feierabend. Geht's ab. Ja, heute Feierabend. Wunderbar. Wir sind jetzt alle durch. 7 aufgestanden, um 9 auf dem Berg gewesen, ganzen Tag nur geballert. Jetzt wird das Bike fertig gemacht, unter die Dusche und dann wird noch 1-2 Bierchen getrunken. Und dann ins Bett. Mike, ey. Hammer. Playboy on the go, she's looking for someone to give her a show. But maybe somebody famous that everyone knows. But no matter what, baby girl, I gotta go.